Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Wäschespinne von Däuber. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Wäschespinne für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zur Wäschespinne unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Ja, um sich um die Wäsche zu kümmern, braucht man draußen natürlich auch die richtige Möglichkeit, die Kleidungsstücke zu trocknen. Für eine herkömmliche Wäscheleine braucht man meistens ziemlich viel Platz. Deswegen weichen Menschen gerne auf die Wäschespinne aus, ja? Die ist ein bisschen kompakter und viele nehmen sie auch ein bisschen angenehmer zum Befüllen wahr, sage ich mal. Aber das ist natürlich Geschmackssache, ja? Was ich angenehm finde bei den Wäschespinnen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin der Ansicht, dass du hier ein gutes Gerät, ein gutes Haushaltsgerät zu einem fairen Preis bekommen kannst. Was diese Wäschespinne anbetrifft, so gefällt mir hier auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich sehr gut. Hier wird mal wieder gezeigt, dass das Thema Wäsche eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie wir es uns manchmal machen, ja. Eigentlich hat niemand Lust darauf, Wäsche zu bügeln, Wäsche zu waschen, Wäsche zu trocknen. Aber ich kann dir sagen, wenn du dir ein paar nützliche Hilfsgadgets anschaffst, wie beispielsweise eine solche Wäschespinne, dann kann das auf jeden Fall schon mit ganz anderem Schwung von der Hand gehen, ja. Wenn man sich einfach freut, dass man sein Geld in eine qualitative Wäschespinne investiert hat und diese dann auch mit seinen Kleidungsstücken befüllen kann. Dieses Modell hier gefällt mir in der Tat sehr gut, was das Preis-Leistungs-Verhältnis anbelangt, ist in meinen Augen eine gute Ergänzung für das Arsenal an Haushaltsgerätschaften. Wäsche trocknen geht auch einfach, auch so könnten wir über diese Wäschespinne sprechen. Und das ist doch eine feine Sache, wenn du mich fragst. Mir gefällt einfach, was du hier für qualitative Materialien zu einem fairen Preis bekommst, ja? Und wie bereits gesagt, der kompaktere Platz im Vergleich zur herkömmlichen Wäscheleine. Ich finde, das ist schon ein Argument für die Wäschespinne, ja? Denn so ist nämlich auch das Befüllen dieser Spinne der Wahrnehmung der Leute nach immer ein bisschen einfacher. Ja, es ist halt logisch, du musst halt in der Theorie bei einer Wäschespinne nicht ganz so viel laufen wie bei dieser ewig langen Wäscheleine. Aber es kommt dann auch im Endeffekt darauf an, wie du das alles so ein bisschen handhabst mit der Wäsche und so weiter, ne? Da kann ich jetzt kein pauschalisiertes Urteil bieten, sozusagen, ja, sagen, das ist jetzt auf jeden Fall leichter. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man es sich anstellt, sage ich mal, und naja, aber das findest du sicherlich auch alleine raus. Ich kann hier in erster Linie das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Wäschespinne bewerten und das gefällt mir persönlich wahrlich sehr gut, muss ich sagen. Also ich kann hier wirklich nicht meckern, ich bin der Ansicht, dass du hier ein nützliches Haushaltszubehör zu einem fairen Preis erwerben kannst. Deswegen kann ich auch eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Amazon-Angebot zur Wäschespinne werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Auf der Angebotsseite von Amazon kannst du dir sämtliche Produkteigenschaften noch einmal in Ruhe und Frieden anschauen. Außerdem wartet dort auch schon die eine oder andere Kundenrezension auf dich. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Hoffe sehr, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute!